Ich bin mit einem deiner Busse gefahren und ich habe da ein paar Vorschläge. Ich bin von St. Anthony nach Greenwood gefahren. Es war eine schöne Strecke, aber es hat sehr lange gedauert. Ich finde, es wäre sinnvoll, in mehr Busse zu investieren und eine schnellere Route einzurichten. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Bus-Simulator 21 Next Stop zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Es sind auch schon wieder ein oder zwei Wochen vergangen seit dem letzten Video. Ich war zwischenzeitlich im Urlaub gewesen und es hat in der Zwischenzeit außerdem ein Update für dieses Spiel gegeben. Das Spiel befindet sich jetzt auf der Version 2.31, zumindest auf dem PC. Und ich glaube, das Update gab es auch für die Konsolen. So, wir haben im letzten Video eine relativ lange Aufgabe abgeschlossen. Entschuldigung nochmal, dass es im letzten Video keine Anmoderation und im vorletzten Video keine Abmoderation gab. Hintergrund war, ich wollte die letzte Mission eigentlich in einem Video durchspielen, habe da so mit maximal 45 Minuten gerechnet und dann ergab sich das Ganze doch, dass es eine Stunde gedauert hat und da habe ich mich nachträglich entschlossen, das Ganze schließlich zu teilen. Ja, und heute gucken wir uns die nächste Mission an. Diese nennt sich Abkürzung Besitzer 8 Busse. Erstelle eine Route mit 13 Haltestellen. Da haben wir schon eine. Müsste ja Route 1 oder sowas sein. Bediene eine Route zwischen den Stadtteilen St. Anthony und Greenwood innerhalb von 35 Minuten. Okay, also wir besitzen noch keine 8 Busse. Wir müssen aber, wir haben aber genug Geld, dass wir 8 Busse haben. So, eine Route von St. Anthony, also Greenwood ist hier unten. Und wo ist St. Anthony? Das ist, glaube ich, hier oben. Da haben wir doch eine. Die hellblaue. Die verbindet doch zumindest diese beiden Städte. Oder hat die eine längere Reisezeit? Weil die ja diesen Bogen hier noch macht, wo wir ja ausbauen mussten. Innerhalb von 35 Minuten. Wonach geht man da? Eine Expressroute. Ach so, wir brauchen quasi dieselbe Route nochmal. Die als Express dient. Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir erst einmal die Expressroute an. Moment. Das ist verkehrt. Route erstellen. Das wäre ja dann die Route 8. Und die würde natürlich da an unserem großen Umsteigepunkt enden. Was ist denn das? D und E? Keine Ahnung. Ja, können wir ja D und E nehmen. Und führt uns also auf dem direkten Weg. Wo können wir denn da noch eine Haltestelle einrichten, wo die halten soll? Expressrouten, die halten. Ja, das gibt es ja auch in Berlin. Gibt es das ja auch, diese Expressbusse. So, dann hältst du einmal da. Dann hältst du einmal da. Die Haltestelle kann eine nicht von... Ah, da musst du ja erst aufgelevelt werden. Okay. Hier würdest du hier enden. Dann hältst du... Ach nee, da fährst du sowieso hier lang. Dann hältst du einmal hier. Und erreichst Greenwood. So, wie können wir am besten nach Greenwood reinkommen? Ja, da fährst du am besten hier in dieses Stadtviertel. Und deine Fahrt endet... Du musst ja eher noch ein bisschen unausgewogen sein. Würde ich sagen, endet dann am besten hier an dieser Haltestelle. Und du würdest dann hier wahrscheinlich... So, Fairmont Street. Ja, wo könnte denn die Fahrt enden? Wahrscheinlich dann hier. Old Police Station, genau. So. Ja, und damit hätten wir diese Route wahrscheinlich erstellt. Fahrzeuge, ja, sollst du automatisch zulassen. So, bediene eine Route zwischen St. Anthony innerhalb von 35 Minuten. So, könnte man hier nicht die Farben ändern? Route wählen, Route 8, die haben nämlich die gleichen Farben. Welche Farbe bearbeiten? Die Farbe konnte man die nicht hier ändern. Wo war denn das mit den Farben ändern nochmal? Routentyp ändern, nein. Haltestelle, nein. Plattform wechseln. Oh, wo war das mit den Farben ändern? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall beginnt die doch. Ja, die beginnt in St. Anthony. Innerhalb von 35 Minuten. Die hat relativ wenig Haltestellen. Ist ausgewogen. Route konfigurieren. Ah, hier ist das. Okay. So, was haben wir denn noch nicht? Und wenn eine rosa Route? Ich glaube nicht. Nehmen wir doch mal das. So. Genau. Rosa haben wir, glaube ich, eben auch schon. Ja, da haben wir auch schon wieder eine andere. Okay, gut. Innerhalb von 35 Minuten.
Okay, dann brauchen wir noch Busse. So, das wurde sowieso Zeit, dass wir, deswegen habe ich nämlich aktuell keine Busse gekauft. Das wurde ja ohnehin Zeit, dass wir mal neue Busse kaufen. Und ich habe das fast schon geahnt, dass da wieder noch was kommt. So, was ist denn das? Das ist der Lackbass. Das war doch, glaube ich, der Lackierer, oder? Moment, war das unser Lackierer? So, mal gucken. Auf jeden Fall wird es ohnehin Zeit, dass wir nochmal einen Bus kaufen. So, wie gesagt, Geld haben wir ja genug. Und da müssen wir mal gucken. Kosten, der wäre natürlich sehr preiswert. Fahrzeugtyp, Kleinbus, der wäre auch interessant für so Zwischenfahrten. Motortyp, Motortyp. So, was hätten wir denn da im Angebot? Da haben wir ja Gas. Achso, hier sind doch einige gar nicht freigeschaltet. So, was kostet denn so ein Elektrobus? Oh, Leute, der ist richtig teuer. Der ist richtig, richtig teuer. Aber da können wir doch mal einen kaufen. So, haben wir jetzt die zwei Busse? 8 Busse? Wie viele Busse besitzen wir denn überhaupt? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Man kauft den Bus doch erst, glaube ich, wenn man das Gelände verlassen hat. So war das doch hier gewesen. So, das heißt, der müsste jetzt hier bereitstehen. Unser Elektrobus, oder? Guckt mal, wir haben den... Hier ist er, okay. Ja, das ist dann, glaube ich, es ist auch nicht mal unser erster, es ist unser zweiter Elektrobus, meine ich. Oder ist das, nee, das ist der erste Elektrobus, das andere war doch so ein Gasbus, glaube ich, gewesen. So. Gut, dann Tür vorn zu. Den hört man gar nicht. Wie das wirklich bei Elektroautos ist, den hört man ja gar nicht. So, mit Testfahrt auf dem Hof. Nee, ich will den kaufen. Ich muss ja jetzt einen weiteren Bus kaufen. Die Frage ist aber, ob wir genug Geld überhaupt haben. Das müssen wir noch zwei weitere kaufen. Ich weiß jetzt nämlich gerade auf Anhieb nicht, wo wir das Ganze sehen. So, kaufen. Ja, so. Da haben wir den ersten Bus gekauft. Oder den ersten, aber wir brauchen anscheinend noch welche. Okay. Wir könnten... Jetzt, ich müsste mal irgendwo sehen, wo wir... Wo sehen wir das denn, wie viele Busse wir haben? Das ist aber das Problem, wenn man das Spiel zu selten spielt. Das siehst du das einfach nicht. Das müsste man doch sehen bei Route erstellen, oder? Ne, bei Route Fahrplan. Moment, wo sieht man das denn? Welche... Wie viele Fahrzeuge besitzen wir denn? Eins, zwei, drei... Wie viele Fahrzeuge besitzen wir? Also hier von dem besitzen wir zwei, drei, vier, fünf... 6? Achso, das ist sogar einer aus dem Ebasco-Pack. Okay. Okay, wir brauchen noch zwei. Wir brauchen noch zwei Busse. Gut. Wir brauchen noch zwei Busse. Aber jetzt machen wir erstmal das Abfahren unserer neuen Expresslinie 8. So, und dann möchte ich die gleich mit diesem neuen Ebasco abfahren. So, und jetzt erstmal. Jetzt kommen wir erst, müssen wir erstmal zu unserer Linie kommen, die wir ja innerhalb von 37 Minuten abfahren sollen. Dabei hätten wir auch mal unsere Fahrzeit hier im Auge. Ja, 37 Minuten. Und wir stehen im ersten Stau. So, da habt ihr vielleicht noch mal Zeit, hier unseren neuen Ebasco anzuschauen. Unseren ersten Elektrobus. Das ist, glaube ich, wirklich der erste Elektrobus, den wir hier in diesem Spiel fahren können. So, das Ebasco-Pack, das ist auch Teil des Season Pass, den es ja für den Bus-Simulator Next Stop aktuell gibt. Da könnt ihr, wie gesagt, eben diesen Season Pass kaufen. Ihr könnt diesen DLC aber auch einzeln erwerben. Das geht selbstverständlich auch. So, das ist jetzt schon die erste Haltestelle, die wir hier anfahren. Jetzt muss ich selber mal ein bisschen aufpassen. Halten wir hier vorne schon an der Haltestelle, oder? Nee, ich glaube eher nicht. Oder? Ist aber blöd, wenn man seine Linie nicht kennt, ne? Nee, hier halten wir nicht. Ich glaube, die Starthaltestelle war doch... Die Starthaltestelle war doch Transit Terminal, ich erinnere mich. Ja, schlimm, wenn man seine eigene Linie nicht kennt. Also, da können wir hier einfach links fahren. Aber hört ihr das? Das ist so krass, wie leise. Das ist ja wirklich bei Elektroautos so extrem leise. Deswegen gibt es ja bei den meisten Elektroautos, die ja immer mehr werden, so eine Art Voice, dass die quasi bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h ja nochmal so einen Laut von sich gibt. Du hörst die Dinger sonst wirklich nicht. Das ist wirklich... das ist wirklich, ja... schwierig. Na,
Geh, komm, Kumpel. Der mir einfach über die Straße, der Kollege hier. Aber der hat ein gutes Fahrverhalten, dieser Elektrobus. Also besser als die anderen Gelenkbusse, die wir besitzen. So, jetzt also. Und jetzt müssen wir wieder gucken, wo wir uns hier einordnen. Jetzt habe ich dem ja hier einen anderen Startpunkt gegeben. Hier fahren wir mal von unten los, hier im Transit Terminal. Ja, hier fahren wir mal von unten los. Da, weil die ganzen anderen Busse starten da immer oben irgendwie auf der Seite. Aber der hier, den lassen wir jetzt mal von unten starten. So. Innerhalb von 35 Minuten. Jetzt ist es hier im Spiel. 17 Uhr 45. Da bin ich gespannt. Müssten wir eigentlich schaffen. So, wir kriegen den ersten Zahltag. Und die Auswertung, das wurde ja auch per Update nochmal so ein bisschen ausführlicher gemacht. Ja, da seht ihr mal, was die, ja, was wir für Geld einnehmen. Jetzt bei jedem Zahltag sind die 100.000 Euro. Damit können wir leben. So, jetzt aber kriegt erstmal unser Kollege hier seine Tageskarte. Das hätten wir eben abstellen können. Spart dann nämlich auch Zeit, dass uns das dann noch auf die Füße fällt. So, ein Seniorenticket für die Kollegin hier ein. So, wie zahlt ihr immer mit so großen Scheinen? Das ist wirklich so. Der nächste, wieder Seniorenticket. Einfache Fahrt. 1, 2, 3, 4 und das gibt es zurück. So, fährt der Bus nach Chok? Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal ja. Und das war richtig. Ja, das ist wirklich Rätselraten. Das ist halt doof, ne? Wenn man seine so LED-Anzeige. LED-Anzeige? Wieso kann ich das denn selber nicht? Muss ich das jetzt selber angeben? Das ging doch auch mal so schön hier mit letzter Haltestelle. Hm, komisch. Ja, dann zeigt er halt gar nichts an. Linie 8, okay. So, dann also alle Türen zu. Dann mach die Türen zu. Jetzt. Und dann geht's los. Startpunkt also 17.47 Uhr. So, hier dürfen wir, glaube ich, drüber fahren. Und meine ich auch gelernt zu haben, dass wir ja hier trotz roter Ampel rechts abbiegen dürfen. Ja, auch hier die Straßenbahn. Auch da gab es nach wie vor die Anfragen. Tram fahren, ob das ab 1. Oktober schon möglich ist. Das weiß ich nicht. Es gibt noch keine konkreten Release-Termine für die Tram hier im Spiel. Das soll im 3. Quartal kommen. Das heißt, das umfasst auch den Zeitraum zwischen 1. Oktober und 31. Dezember. Also ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr hier noch selbst im Spiel eine Tram fahren können. Aber wann das sein wird, da habe ich keine konkreten Informationen. Das nächste, die nächsten DLCs, das sind dann auf jeden Fall die Schulbus-DLCs, die es dann geben soll. Auch das wird sicherlich nochmal sehr interessant werden. So, muss ich jetzt hier, nehme ich euch jetzt hier mit oder nehme ich euch nicht? Nee. So, doch, wir hatten doch eine weitere Haltestelle hier, wo wir halten. Wie gesagt, wir sind ja an und für sich eine Expresslinie. So, dann. So, dann kommen sie rein. Wieso soll ich denn die Fahrerkabine verlassen? So, so Quatsch. Einfache Fahrt. Und du zahlst passend. Das sind mir immer die Liebsten. So, dann hier. Tageskarte. Und das sind 3 Euro. Zurück für die Dame. Und nochmal Seniorenticket, Wochenkarte und sie kriegen genau 1 Euro zurück. So. Und dann geht's, glaube ich, doch jetzt schon durch in das Stadtviertel Queenwood. Wie gesagt, ist ja eine Expresslinie, die wir haben. Und bei Gelb, ich hoffe, da durfte ich noch fahren. Natürlich ein anderes Fahrzeug vor uns, sind aber sehr, sehr gut in der Zeit. Nehmen wir jetzt wirklich schon nach, weil wir die Linien ja geplant haben, deswegen nehmen wir na, fahr doch mal zu jetzt hier, Kollege. Bleibt ja auf der Kreuzung stehen. So, ich hoffe, das zählt dann damit, dass wir diese Linie innerhalb von 35 Minuten abgefahren haben.
So, was hast du mir denn jetzt wieder Negatives angekreidet, liebes Spiel? Wir fahren auf jeden Fall hier geradeaus durch. Ja, Leistung hat der auf jeden Fall. Wir können mit den PKWs mithalten. Hier fahren wir auch nochmal an den großen Stadtviertel vorbei, was wir letztens hier erkundet haben, was wir aufleveln mussten, was auch so sehr lange gedauert hat. So, hier halten wir auch, glaube ich, einmal, oder? Ja, hier vorne halten wir dann entsprechend auch. Boah, das ist aber eine ganz gefährliche Haltestelle. So, Timing sind wir sehr gut. Es sind auch sehr viele Leute, die diese Expresslinie nutzen. Wir müssen sowieso mal die Linien aufräumen. Okay, man springt hier also über die Leitplanke. Okay, ist auch ein Abenteuer. So, gut. Naja. Naja, für uns geht's weiter an der ganzen Menschenmasse hier vorbei. Was auch immer die hier wollen. Kommen wir ja nicht mal über die Straße. Hier gibt's ja nicht mal einen Zebrastreifen. Ich weiß gar nicht, ob die KI so über die Straßen geht. Es wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen. So. Boah, schleichen sie denn hier so, Taxifahrer? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, noch... Oh, Leute! Da rennt die mir fast wieder vom Bus. Das hatten wir doch letztens schon mal gehabt, wo einer uns direkt vor dem Bus gesprungen ist. Oh, danke, das ist lieb. Sehr netter Autofahrer. Oder Autofahrerin. Die oder der dort warten. Da können wir jetzt mal richtig durchbrettern. Was ist denn das? Wie muss ich mich jetzt hier einordnen? Das hier haben wir einen Kreisverkehr. Um abruptes Abbremsen. Okay, 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 okay. So, Kreisverkehr. Fahren wir so rein. Auch lustig. Eine Autobahn, die im Kreisverkehr endet. Da kommt ja gleich der nächste. Okay, auf jeden Fall sehr lustig dargestellt. Ah, ich glaube, letztes sind wir da anders gefahren. Da hatten wir da auch so eine Linie gehabt. So, und da kommt schon die nächste. Ich glaube, die vierte von fünf Haltestellen. Zeitlich sind wir immer noch ganz gut. 35 Minuten sollten wir maximal brauchen. Jetzt sind wir bei nicht mal 15. So, das runter und das auf. So, Haltestelle kann ausgebaut werden. Das machen wir jetzt aber nicht. Sie wollen eine Fahrkarte, und dann einmal hier. Das ist eine komische Fahrkarte, bitte. So, Seniorenticket, bitteschön. 1, 2, 3, 4. Danke. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Sehr viele Senioren auf jeden Fall hier unterwegs. Der zahlt ja genauso. Danke. So. Na gut, aber das sollten wir schaffen mit der Fahrzeit. Ja, bin froh, dass wir jetzt wieder Bussimulator spielen. Wie gesagt, bei mir gab es Urlaub eine Woche lang. Von daher war das Ganze in dieser Zeit so ein bisschen Trains im World lastig gewesen. Aber abgesehen von ein bisschen Abwechslung mit Trüberbruck. Aber ich habe mir vorgenommen, natürlich diesen Bus-Simulator, das Ganze kommt ja sehr gut an bei euch, dass wir das weiterspielen, dass wir auf jeden Fall die Karriere hier fertig spielen, dass wir dann auch die Story von der europäischen Karte spielen. Die europäische Karte kenne ich abgesehen vom Straßenbahnfahren nämlich gar nicht. Wie gesagt, ich habe die Fußgängerspiele nie gespielt. Mädel, du hast Glück, dass du rennen kannst. Wenn du jetzt aufgrund einer, irgendeiner Krankheit nicht rennen könntest, hättest du jetzt ein ziemliches Problem gehabt, würde ich mal sagen. So, was ist hier? Chaos auf der Straße? So, nee, sie fahren alle. Okay. Jetzt fahr aber auch. Mensch, nicht klotzen, sondern fahren. So, und da ist einer unserer anderen Busse. Und wir erreichen die Schule.
wenn der Kollege mit der 7 mal hier Platz macht. So, damit kann auch diese Haltestelle ausgebaut werden. Wir leveln auf und kriegen schon wieder den nächsten Zahltag. So, das klicke ich jetzt mal weg. Und wir sind immer noch sehr gut in der Zeit. Und dann müssten wir doch gleich jetzt zu unserer Endhaltestelle kommen, oder? Sind wir schon fertig mit der Fahrt? Nee. Oh nein, jetzt habe ich die Route wieder hier durchgeplant. Die wohl schwierigste. Ja, ich hab's doch gesagt. Die Stelle ist wirklich blöd hier, also. Aber das siehst du auch nicht. Also da müsste es wirklich nochmal Karten geben. Ja, komm. Habt mich doch, du bescheidenes Spiel. Also das kann ich auch nicht. Mit so einem großen Bus hier durch solche engen Ecken fahren. Das kann ich aber auch nicht richtig. Ja, weil der blöde Hydrant da steht. Oh, das ist doch ein Mist, ist das hier. Du kommst doch gar nicht rum mit der Karre. Ja, du kommst nicht weit, du kommst nicht rum. Das ist doch ein blöder Käse. Oh, warum ist denn sowas nicht in der Karte verzeichnet? Mensch. So, wo ist denn die nächste Haltestelle jetzt genau, wo wir hin müssen? Ja, jetzt machen wir ein bisschen Crashkurs. Wir müssen auch da lang oder nochmal zurück und den anderen Bogen fahren. Die letzte Haltestelle ist echt blöd. Scheibenkleister, Scheibenkleister, kann man dazu nur sagen. So kann ich hier auf der Kreuzung komplett drehen. Ah, das ist dann manchmal echt ein bisschen bescheid. Da müssen wir einfach anders zu dieser letzten Haltestelle kommen. Ja, komm, LM, also da sage ich dann auch wieder, dann LMAA. Solche engen Stellen, das dürfte für so eine Busse, da hätte noch eine Meldung vielleicht einfügen müssen, dass der Bus da ungeeignet ist, wenn da so eine bescheidene Stelle ist. Ja, da haben wir auf jeden Fall unseren neuen Elektrobus kaputt gemacht. Jede Menge Schadenskosten, da müssen wir jetzt einfach außen rum fahren. Weil die Ecke da hinten, das wäre jetzt noch ewig weitergegangen. Wir wären da niemals reingekommen. Also müssen wir hier einen kleinen Bus einsetzen. So, und da fahren wir jetzt hier rum, einfach zur Endhaltestelle. Das ist wesentlich einfacher. Als diese blöde enge Ecke, aber das wusste ich auch nicht mehr, dass das da genau an dem Eck war. Und dass wir natürlich da wieder eine Route durchgelegt haben. So, hier ist dann die Endhaltestelle. Und dann haben wir die Fahrzeit aber trotzdem locker eingehalten. Wenn denn die Herrschaften hier mal weitermachen. So. Oh, abgesehen von dem Crashkurs zum Ende verlief das Ganze dann aber relativ zügig. So, 4 Sterne und damit ist diese Aufgabe abgeschlossen, also was weniger als 35 Minuten waren und das ist wirklich eine Expresslinie. So, und überlassen wir das doch mal den Kollegen, wie die das jetzt machen. Überlassen wir das doch mal. So, der übernimmt das und wir begeben uns nun wieder zurück in unser Depot. Und zwar hierhin. Und dann müssen wir noch 2 Busse kaufen. 2 Busse müssen wir noch kaufen. Da werde ich jetzt aber ein bisschen preiswertere Busse nehmen, weil die Elektrobusse oder Gasbusse, die sind ja wirklich sowas von extrem teuer. Hier, da kaufen wir einfach hiervon einen. Ach so, genau, da müssen wir den da immer erst ein Stück fahren. So. So, dann müssen wir den erstmal ein Stück fahren. Wie gesagt, wir haben nicht mal 8 Busse, aber haben trotzdem einen extrem hohen Umsatz. So, kaufen wir dich. Und damit ist die Aufgabe aber auch noch nicht abgeschlossen. So, kann ich den Bus aber... So, wie kann ich das denn jetzt machen? Kann ich den eigentlich auch übernehmen lassen von jemandem? Das weiß ich gar nicht. Nee, da müsste ich das. Da müssen wir doch den, glaube ich, erstmal Route wählen. Route 1. Fahrplan. Ja, die hat einen Bus. Okay. Da kann ich doch diesen Bus. Da kann ich doch den zuweisen. Genau. So, und jetzt. Kann der doch übernommen werden, ne?
Oder muss ich erst die Route... Okay, ja, genau. Jetzt wurde er auf jeden Fall übernommen. Und wir können den nächsten Bus kaufen. Wie gesagt, man muss ja echt gucken, wie man hier Zeit in dem Spiel spart. So, dann kaufen wir noch einen. Dann müssen wir das doch bald haben. So, dann haben wir noch den ganz kleinen. Hier. Der sieht ja auch. Hier, der hatte doch auch ziemlich viel Sitze. Was ist denn das für einer? Nehmen wir doch mal den. Den haben wir auch noch nicht. So. Sammeln wir echt ein paar Busse mal hier zusammen. Wie gesagt, da müsste man denen das auch mal zuweisen. Oh, der hat auch richtig Power. So, jawohl. Und damit ist die Mission abgeschlossen. Wird vielen Menschen viel Zeit sparen. Besonders Unternehmen werden das zu schätzen wissen. Ja, so, das machen wir da aber beim nächsten Mal. Hier können wir nochmal diesen Bus betrachten. Was ist denn das überhaupt sein? Ich weiß gar nicht, ob das ein DLC-Bus ist. Das ist echt ein fantastischer Erfolg. Aber die Umwelt auch. So, da sehen wir also schon unsere nächste Mission, die wir dann vor uns haben. Ich freue mich, dass von dir zu hören, Bus, da steigen die nur durch eine Tür ein und aus. Der könnte ja gut für... Oder hat der hinten noch irgendwie so eine verdeckte Tür? Nee, der hat in der Tat nur eine einzige Tür. Okay, gut. Also haben wir heute insgesamt 3 Busse gekauft, so diese Mission auch erfolgreich abgeschlossen. Wir können uns nochmal die nächste Aufgabe angucken. Mindestens 20% deiner Busse sind Elektrobusse. Erreiche einen Zahltag mit einem Elektrobus. Haben wir vorhin 2-mal gehabt. 20% sind Elektrobusse. Das heißt auf Deutsch, wir brauchen noch einen Elektrobus und haben zu wenig Geld. Wahrscheinlich zu wenig Geld. Wartet mal. Wir haben doch 8 Busse. Und wenn ich jetzt in der Prozentrechnung so ein bisschen aufgepasst habe, Oh, wartet mal. Den können wir doch zuweisen, ne? Den müsste ich jetzt erstmal auf eine Route zuweisen. Nehmen wir, was weiß ich, Route 6. Das sind doch die neuen Routen. Die hatten ja alle keinen Bus. Route 7. Dann streichen wir dich. Und weisen dich zu. Wir haben 3-mal Setra, okay. So. Da. Ach, da unten sieht man das. Manchmal sieht man das nämlich mit der Einblendung und manchmal nicht. Und jetzt stürzt mir das Spiel. Ja, jetzt ist mir das Spiel abgestürzt. Hatte ich auch noch nicht im Bus-Simulator gehabt, aber ich glaube, der hat gespeichert, dass wir diesen Bus gekauft haben. Und das ist wirklich ohne Witz. Ich habe das Spiel seit Release. Es ist seit einem halben Jahr der erste Absturz, den ich jetzt hier habe. Ja. Ist mir, wie gesagt, noch nicht passiert. Eigentlich läuft das relativ stabil. Aber gut, wir hatten sowieso nicht mehr zu tun. Also das mit dem Elektrobussen, das müssten wir eigentlich locker schaffen. Die nächste Mission ist eigentlich relativ easy, die wir vor uns haben. Ich hätte sie am liebsten jetzt noch abgeschlossen, weil bei 8 Bussen, wo schon mindestens ein Elektrobus dabei ist, dann hätten wir einfach einen weiteren Elektrobus kaufen müssen. Und den Zahltag im Elektrobus erreichen ist jetzt auch nicht so schwierig. Dann fährst du einfach eine Linie ab, bis du dann den Zahltag irgendwann erreicht hast. Das hatten wir auch gehabt. Also eine Mission, die relativ easy ist. Vielleicht können wir im nächsten Video sogar 2 Missionen abschließen. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Part. Ich danke euch jetzt bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.